Irgendwie scheinen Sex und Liebe nur sehr ungenügend wissenschaftlich untersucht zu sein. Trotzdem gibt es einige sehr spannende Erkenntnisse aus der Psychologie, Soziologie und Biologie. Die fünf erstaunlichsten enthülle ich in den nächsten Minuten bei Klicksum Science and Fiction. Rot ist die Farbe der Liebe und das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen. Andrew Elliott und Daniela Nesta haben erforscht, wie sich Farben psychologisch auswirken. Die Ergebnisse waren verblüffend eindeutig. Jungen Männern wurde ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer Frau allerdings vor einem farbigen Hintergrund gezeigt. Die Frau wurde dabei vor einem roten Hintergrund als deutlich attraktiver beurteilt. In einem anderen Experiment haben sie ein und dieselbe Frau mit verschiedenen Oberteilen abgebildet. War die Frau in Rot gekleidet, fanden die jungen Männer sie attraktiver, fühlten sich von ihr sexuell angezogen und wollten ein Date mit ihr, das dann auch möglichst im Bett enden sollte. In anderen Studien wurde festgestellt, dass Frauen in Rot beim Online-Dating bevorzugt werden und dass Tramperinnen in Rot öfter mitgenommen werden. Das gilt allerdings nur für jüngere Frauen. Forscher führen das auf biologische Ursachen zurück, die unser Verhalten beeinflussen. Jüngere Frauen erröten eher, wenn sie fruchtbar sind. Das heißt, ein Mann hätte dann die Chance, Nachwuchs zu zeugen. Die Farbe Rot soll ihn also dazu stimulieren, sich zu vermehren. Bei älteren Frauen spielt das keine Rolle mehr, sodass die Farbe Rot also nicht ihre Attraktivität steigert. Wenn es um Sex geht, verhalten sich Frauen anders als Männer und das ist wissenschaftlich erwiesen. Schon in den 70er Jahren untersuchte Russell Clark, wie sich die Bereitschaft zu spontanem Sex zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Bei seiner Untersuchung wurden Männer und Frauen nach einem ersten Date gefragt, ob sie mit ihrer Verabredung ins Bett wollen. 70% der Männer waren dazu bereit. Achtung, jetzt kommt's. 0% der Frauen. Keine wollte mit dem Mann ins Bett. Jahrzehnte später hatte sich die Lage für die Männer etwas gebessert. Immerhin 18% der Frauen würden mit ihrem Date ins Bett gehen. Bei den Männern waren es immer noch 70%. Terry Conley hat in dieser Studie dann auch herausgefunden, woran es liegt. Und das sind wieder biologische Gründe. Während Männer meistens einen Orgasmus bekommen, ist das bei Frauen ganz und gar nicht der Fall. Sie gehen vermehrt davon aus, dass sie keinen Spaß haben werden und lehnen deshalb ein spontanes Abenteuer meistens ab. Was folgern wir daraus? Wenn es früher 0% der Frauen waren und heute 18%, die zu spontanem Sex bereit sind, die Männer sind offensichtlich besser im Bett geworden. Aber wann halten Frauen Männer für gut im Bett? Und leider, liebe Männer, gibt es da zwischen Attraktivität und Performance im Bett, es gibt wirklich Männer, die das so nennen, einen biologischen Zusammenhang. Attraktive Männer haben nämlich einen höheren Testosteronpegel. Sie haben also mehr von dem Hormon im Körper, das für das männliche und somit für Frauen attraktive Aussehen verantwortlich ist. Und diese Männer sind auch besser im Bett. David Patz befragte, um das herauszufinden, 110 Paare und glich deren Antworten mit dem Aussehen der Partner ab. Und es ist laut dieser Studie tatsächlich so, maskulin aussehende Männer können Frauen öfter zum Orgasmus bringen. Jo, und wenn diese Männer dann noch Sex mit vielen Frauen haben, dann leben sie auch noch gesund. What? Ja, Wissenschaftler der Universität in Montreal und des Instituts Armand Frappé haben für eine Studie über Prostatakrebs die Gesundheitsdaten von 3208 Männern ausgewertet. Das verblüffende Ergebnis: Männer, die mit mehr als 20 Frauen im Bett waren, hatten deutlich weniger Prostatakrebs. Also bei Männern, die im Untersuchungszeitraum der Studie von 4 Jahren mit mehr als 20 Frauen Sex hatten, da entwickelte sich 28% weniger oft ein Karzinom an der Prostata. Grund scheinen die häufigeren Samenergüsse zu sein, vermuten die Forscher. Allerdings wird die Studie im Moment heiß diskutiert, so ganz eindeutig scheint das nicht zu sein. Sex mit vielen Partnern und Partnerinnen kann auch gesundheitsschädlich sein. Die Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten steigt nämlich seit dem Jahr 2000 kontinuierlich an. Die HIV-Neuinfektionen pro Jahr haben sich seitdem zum Beispiel verdoppelt. Und warum ist das so? Kondome werden immer noch zu wenig benutzt. Oder stopp, eigentlich ist es anders. Wenn man nämlich die letzte Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zur Jugendsexualität ansieht, dann liegen die Probleme ganz woanders. 28% haben Schwierigkeiten beim Überrollen. 14% der Jungs geben immerhin zu, dass ihr Penis beim Überrollen schlapp macht. Bei 22% ist das Kondom geplatzt. Bei 21% zu klein und so weiter. Wer hat denn dann eigentlich
kein Problem mit Kondom, frage ich mich da. Da kommt ja die Aktion von 100 Ways Not to Use a Condom vom Verein Jugend gegen AIDS richtig. Hashtag 100 Ways. Die wollen nämlich, dass möglichst viele Leute mal ganz unverkrampft mit Kondomen umgehen. Also geht in die nächste Drogerie, kauft Kondome und macht was Lustiges, Verrücktes oder sonst was damit und dreht am besten darüber ein Video. Und mit den Kondomen, die dann noch übrig sind, übt den Umgang. Denn wenn es drauf ankommt, sollte das, was die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausgefunden hat, nämlich reißen, abrutschen, schlapp machen oder sonst was, nicht passieren. Übrigens, ganz viele wissenschaftliche Studien zum Thema Sex und Liebe gibt es in diesem Buch hier. Sehr lustig und interessant, kann ich nur empfehlen. Suche kochenden Betthasen. Ja, und mehr zum Thema Sex gibt es übrigens in diesem Video. Machen Pornos dumm? Dafür eben hier klicken. Alle Links auch in der Videobeschreibung, wie auch der. Mehr Wissenschaftsnews täglich im Blog und der App. Hier klicken. Und was meint ihr? Sind Kondome zu schwierig zu handhaben? Oder stellen sie sich manche einfach nur zu blöd dazu an? Schreibt es und diskutiert es mit mir in den Kommentaren. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.